Wir schreiben das Jahr 2017 und viele erinnern sich noch an die Hochwässer, beziehungsweise bei uns waren es ja Starkregenereignisse in 2013. Vielerorts im Stadtgebiet von Brand-Erbisdorf, insbesondere in Langenau, aber auch in Linda, in Grenitz, in Himmelsfürst, aber auch in Brand-Erbisdorf selbst, gab es Schäden und seither versuchen wir diese Schäden durch Bauaktivitäten Schritt für Schritt zu beseitigen. Wir haben damals, 2013, 24 Baumaßnahmen angemeldet, die über ein Förderprogramm aus Mitteln des Bundes, aber auch des Freistaates Sachsens zu 100% dankenswerterweise gefördert werden. Damals wurde die Förderung für 24 Baumaßnahmen beantragt. Drei davon waren jedoch nicht förderfähig, verbleiben 21. Und von diesen 21 Maßnahmen sind bislang 15 erfolgreich beendet worden. Wir haben hier in Langenau rund um die Bochwerkteiche eine besondere Maßnahme. An historischer Stelle ist insbesondere die Sanierung der Auslaufbauwerke des oberen Bochwerkteiches angesagt. Und das ist Denkmalschutz, Naturschutz, Baukosten, das alles ist unter einen Hut zu bringen. Und ich bin der ausführenden Baufirma wie auch den begleitenden Planern sehr dankbar, dass dies nun endlich angegangen wird. Weitere Baumaßnahmen werden wir in 2017 noch beginnen, am Mühlteich insbesondere in Grenitz, aber auch entlang der großen Striges bei Linda, aber auch der Himmelsfürster Kunstgraben, wie auch die Sanierung des Brückenbauwerkes entlang des Parkteiches in Langenau sind doch Herausforderungen für die nahe Zukunft. Die Bochwerkteiche sind im Verlauf des Hochwassers 2013 im Juni an verschiedenen Ablaufanlagen beschädigt bzw. sogar zerstört worden. Und hier sind verschiedene Maßnahmen der Hochwasserschadensbeseitigung im Gange. Hier werden neue Stützmauern gebaut, es werden Durchlässe erneuert und stabilisiert und es werden auch die Anlagen des Grundablasses des oberen Bochwerkteiches erneuert. Der war insofern zerstört gewesen und beschädigt, dass also der Schieber für diesen Teich nicht mehr zu betätigen gewesen ist und damit der Betrieb für die nächste Zeit nicht mehr gewährleistet war. Wir gehen davon aus, dass die Bauzeit insgesamt sich an diesen Anlagen bis zum Ende des Sommers erstrecken wird. Vordringlich sind momentan die Maßnahmen am oberen Bochwerkteich im Gange zur Erneuerung des Grundablasses und des Grundablassschiebers. Wie lange es dauern wird, ist noch nicht ganz klar im Detail, weil wir immer wieder auch Überraschungen aus dem alten mittelalterlichen Bestand hier freilegen und darauf vielleicht auch neue Entscheidungen treffen müssen. Wir gehen aber aus, dass in den oberen Bochwerkteichen die Arbeiten so circa im Laufe des Sommers beendet sein werden. Wenn dann hier oben am oberen Teich die Arbeiten beendet sind, wird der ganze Apparat sich in Richtung unteren Bochwerkteich bewegen. Dort wird eine Absenkung um circa 1,5 Meter stattfinden, also nicht so weit wie hier oben. Wir gehen optimistischerweise davon aus, dass im Laufe des Sommers der obere Teich wieder genutzt werden kann für die verschiedenen Zwecke, wie es ja hier bekannt ist und geübt worden ist. Und zum Ende des Sommers wird auch dann der untere Teich wieder seiner Bestimmung übergeben werden können. Und im nächsten Jahr spätestens, wenn Gras gewachsen ist und alles wieder grün ist, wird niemand mehr großartig erkennen oder noch sich daran erinnern, dass hier eine Baumaßnahme stattgefunden hat.